muss man sich an die Geschwindigkeit halten? Was für ein Shit? Keine Ahnung. Im Moment ist mir Arma 3 einfach nicht vertraut. Ja, es ist so an sich, es ist echt nicht schlecht. Aber ja, aber es ist noch ein bisschen, ja, ungewohnt. Ja. Vor allem gibt es ja nur Probleme. Im Moment ja, weil wir einfach keinen Ace-Ersatz haben. Ja. Gut, das GPS ist auch aktiviert. Nice. Ich sollte den Sound ein bisschen leiser stellen, sonst knallt es gleich, wenn es... Crashen sich da die ganze Zeit fast. Ja, du hast gerade... Glück gehabt. Hä? Du hast fast ein Kaninchen überfahren, Julian. Ist ja wurscht. Das mache ich öfter. Das mache ich in der Freizeit, zum Spaß. Lol, ich habe einen Lichtbug. Geil. Und zwar tut unser Auto hinten links leuchten. Nö. Das jetzt ist nicht mehr. So. Kann auch wegen Sonne sein oder so. Nochmal kurze Frage, vorgehen bei Feindkontakt? Sollten wir auf Feindkontakt stoßen, dann einfach versuchen durchzubrechen, wenn es nicht möglich ist, absitzen bis auf den Gunner Ende. Wir haben keinen Gunner. Wir haben keinen Gunner. Dann absitzen. Und bekämpfen, weil das versteht sich von selbst. Ja, eigentlich schon. Ich verstehe nicht, warum mein Fenster... Denkst, sollten wir Zivilisten oder andere Einheiten treffen von uns, bis sie nicht überfahren oder sowas? Also, der Zivilisten sich zu anderen Einheiten überfahren sie. Okay. Das ist ein Befehl. Ich verstehe gerade nicht, mein Fenster ist immer so... Also es öffnet sich nochmal irgendwie, jedes Mal, wenn ich Akre verwende. Was ist dein jetzt mit dem Punkt oder was? Wenn einmal drei Fenster, es wird so klein und auf einmal wird es wieder größer. Also würdest du den Vollbildmodus kurz verlassen wollen. Vielleicht habe ich auch diese komische Hängebleibe-Funktion da, diese komische Windows-Feststellfunktion da an. Das kann sein. Was weiß ich. Wenn ich musste nochmal irgendwie Einstellungen und bei deiner Grafikkarte angucken. Will er irgendwie die Bildschirmauflösung die ganze Zeit ändern. Ich spinne auch bei Arma ein bisschen. Müsste mich erstmal alles konfigurieren, ich habe noch nichts angestellt. Vielleicht habe ich auch auf Caps Lock aus Versehen irgendein Interaktionsmenü oder so. Kann auch sein. Ja, bei mir war da einfach nur hier Voice over Net und Push to Talk. Bei mir auch. Achtung, Kontrollpunkt hier vorne. Vorsicht. Weiter vorne gibt es einen Unfall. Wo ist Antrag hier? Keine Ahnung. Weiterfahren. Habt ihr die Meldung bekommen? Positiv. Ich glaube, wir müssten durch Antrag hier fahren. Ach so. Negativ, wir dürfen die Straße nicht verlassen. Jetzt ab. Genau. Cooler Unfall. Lass durchbrechen. Nee, okay. Ernsthaft, wir müssen durch Antrag hier fahren. Negativ. Wir haben eine vorgegebene Route, dürfen wir nicht verlassen. Widersetzt sich nicht meinen Anweisungen, Christoph? Oh. Da wird gleich wer gefeuert. Ja, um Himmels Willen, wir haben Vorgaben, die müssen wir befolgen. Was war das denn? Bei einer Änderung der Route durch einen solchen Notfall darf tödliche Gewalt benutzt werden. Jetzt, wir müssen durch Antrikia fahren. Ja. Das ist kein Notfall. Ein Notfall ist, wenn irgendwelche Minen da am Boden liegen. Ein Unfall, da kannst du drum vorbeifahren. Heißt das jetzt, wir dürfen die Leute da am Checkpoint erschießen? Christoph, ich mach keine Scheiße. Du weißt genau, was ich meine. Nein, weiß ich nicht und leck mich am Arsch. Ich kann auch alleine durch einen Trigger fahren. Ja, die Mission ist extra so gebaut, das wäre jetzt vielleicht blöd, ja? Mein Vater hat doch Antrikia, meine Fresse. Ich weiß, dass es so gebaut ist, aber das ist doch lächerlich. Also ich wäre einfach durchgebrochen durch den Unfall. Ja, ich auch, aber der hat aber wieder rein. Ich fahr durch Antrikia. Oh Mann ey, so ein altes Ehepaar, was ist los? Ja,
Das sterben wir, weißt du? Beschuss? Beschuss? Stopp, da vorne ist eine Mine. Wir sprechen nicht auf den, da könnten Minen liegen. Mine vor uns. Vorne ist eine Barrikade, nicht weiterfahren. Die kehrt links ab, Kosti. Wir werden sehr stark beschossen. Wir werden beschossen. Christoph, sag was. Durchbrechen. Links durchbrechen. IEDs bei uns. Ja, nicht drauf fahren. Deswegen durchbrechen und zwar auf der Seite. Alle noch da? Ja. Jein. Jein? Wurdest du getroffen oder so? Nee. Ich hab mir in die Hose gepisst. Nein, wir müssen doch ans Rehkir fahren. Was? Wir bereiten uns auf die Verlangsamung. Wir warten auf einmal Geld auf die. Alles klar. War viel zu leise. Ich glaube, ich habe gerade einen Funkspruch von 17 abbekommen. Ich glaube, hier schlägt irgendwas ein. Christoph, wir dürfen eigentlich theoretisch jetzt die Sperre rausnehmen und schnell fahren, wie wir wollen, oder? Fahrt so schnell wie ihr wollt, wir sind Goldtransporter. Soll ich den mal ein bisschen anschieben von hinten? Komm, der fällt gleich. Alter, ich kann diese Arme-Mission nicht ernst nehmen. Habt ihr es mitbekommen, Kommen? Positiv. Hast du es verstanden, Kommen? Positiv. Kommen? Wenn es doch mal fragt, sag ich wieder positiv. Ich sag nur noch positiv. Vergiss nicht, durch den Militäreingang fahren. Positiv. Na nee, egal, aber stimmt. Wo ist denn auf dem Militäreingang? Jetzt sauber 9000! Was bitte? Muss ein bisschen hupen. So wie die Italiener. Mach den Turbo an, wir haben noch Nitro drin an hier. Nein! Wann sind wir da? Jetzt ist die Mission zu Ende. Okay, jetzt müssen wir noch zum Gate und auf die 17 warten. Wo ist denn das Gate? Das ist das große Terminal. Da. Ganz am Anfang. Boarding für den Flug C17 hat soeben begonnen. Bitte alle einsteigen. Nicht drauf fahren. Ein bisschen anstupsen von ihm. Da geht das Teil noch kaputt oder haben wir verkackt? Da dürfen wir dann Kisten schleppen, darauf habe ich keinen Bock. Schon wieder, ne? Müssen wir mal so oft, ne? Weißt du, wie schwer Gold ist? Ich wundere mich schon, warum dieser kleine Karren diese ganzen Golddinger hier aushält. Du weißt nicht, wie stark es quietscht. Der Goldschlepper, ja, der musste halt immer so 300 Kilo Gold in so einen. Kann ja nicht drauf fahren, oh. Er fährt aber auch scheiße, muss ich sagen. Da wir gerade auf einem Runway? Ja, wir fahren aber mit Autos auf dem Runway, sicher. Hoffentlich landet jetzt im Flugzeug. Ja, hätte auch schöner sein können, das Einparken, aber gut. Okay, jetzt müssen wir auf diese Sitzen warten. Absitzen sichern. Achtung! Ben? Absitzen sichern. Mach mal aus! Ich brauch's jetzt. Ja. Nö, da ist ein Flugzeug! Oh. Leute, sichern ihr. Ich hab gesagt, sichern. Wir sichern doch. Tut ihr nicht. Da ist ein Boeing! Wir alle auf das Flugzeug starten, sichern! Alle Richtungen! Wir sichern doch! Die Welt geht unter! Alle gucken zum Flugzeug. Ey, ihr sollt sichern, Mann! Ihr seid ja genau der, der das Flugzeug startet.
ich da hier gar nicht. Ich gucke nach da hinten, ja. Oh. Oh. Ja. Nach da hinten. Nach da hinten. Koordinaten sind nach da hinten. Gerade man merkt wohl, dass Lennon mal die T17 steuert gerade. Echt? Ja, den Name wird angezeigt. Oh nein, oder? Ehrlich jetzt? Oh nee, die wird explodieren, die wird. Diesmal durchs Fenster vorne. Jungs, das das muss ich mir jetzt aber auch angucken. Ist blöd um das Ding. Kommt der jetzt hierher oder was? Wie ist eigentlich der Flughafen so leer? Ich meine, der Flughafen sollte normalerweise bemannt sein, oder? Ja, ist ein bisschen wie tot hier, ist ein bisschen traurig gerade alles. Das ist Griechenland, Christoph, die haben kein Geld mehr. Das ist echt traurig hier, ich fühle mich sehr einsam. Kommt das Ding echt hierher geschossen, oder was? Oh, ja. Sie haben den Runway verfehlt. Oh, bitte nicht hängen bleiben. Oh Gott. Bleibt gleich hängen! Er bleibt gleich hängen! Die Laterne hinaus! Die Laterne. Oh! Klong! Wo? Nee. Bitte nicht! Die Turbinen sehen sehr seltsam aus. Wieso fährt er weiter und macht seinen Ladetraum? Er hat ein bisschen gelacht. Wie hört sich das bitte an, wenn der Motor aus ist? Aber sieh, du. Toll. Soundbug. Wieso laufen da welche weg? Piloten laufen weg. Ich glaube, der greift an. Er greift an. Ich glaube, wir sollen jetzt das Auto reinfahren, kann es sein? Ja, das Auto muss eingeladen werden. Damit ist das Auto eingeladen, los, Fahrer. Was hast du mit den Piloten gemacht? Warum? Die sind auf einmal weggerannt. Nichts, das soll ich gemacht haben. Die stehen da jetzt und die müssen erstmal eine rauchen, die sind ja komplett in die Hand. Ja, 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 ich mach auf mich. Was ist das da hinten? Häschen, Leute. Jetzt steigen wir alle ein. Negativ, los. Wir entern dann einfach das Flugzeug und fliegen dann irgendwo nach Mallorca oder so. Und machen uns ein schönes Leben mit dem Gold. So. Leute, hier ist eine große schwarze Bombe im Fahrwerk. Hat man Reifen. Eine große verpixelte schwarze Bombe. Das war jetzt so gut. Tschüss, Gold. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Wie gut. Bitte? Mission accomplished. Ich hab nur gesagt, ich bin weiß. Ich bin weiß. Taschen stecken schon voll. So, wer fliegt das Ding jetzt weg? Du. Mission accomplished, oder? Ja, eigentlich schon, ja. Ah! Weg von den Turbinen! Gleich muss ich vorne raus. Leute, weg von den Turbinen, die sind heiß. Rückstrahlzone frei. Warp-Antrieb aktiviert. Oh mein Gott. Wir müssen das Gold in die Vergangenheit bringen. Ja, das ist der neue DeLorean. Das ist die DeLorean C17. NATO. Halt's Maul dabei! Aua! Halt's Maul dabei! Ich höre nur nicht mehr, was der Ball sagt, ich höre nur. Ja, das ist es ja. Warum erstens mal diese C17 Soundbugs, zweitens soll die nicht starten? Ich hab überhaupt keinen Soundbug. Der da mal. Hallo.
Ja, vielleicht brauchst du erstmal eine Freigabe vom Tower, ich weiß nicht. Ich bin kein Flugexperte. Ja, wo ist. Warum sollen wir jetzt zum Tower laufen? Guck mal, das Vorderrad wird sitzen. Hatten das gesagt? Hat ja, was? Freigabe vom Tower? Was? Nein! Was? Was ist jetzt los? Wow. Sollen wir der Boeing jetzt hinterherfahren oder was? Ich muss mich mal drum kümmern, dass der hier ein bisschen wegfliegt. Giovanni ist drin. Jetzt bitte, wir müssen mit dem Fahrzeug hinterherfahren, das wäre zu geil. Ja, los! Also, so eine Maschine fliegt schon mal in Schrittgeschwindigkeit rum. Ja, nicht mit so einer Geschwindigkeit. Sogar ja. Wenn der jetzt da starten würde. Leute, wirklich verfolgen! Verfolgen! Fahr! Nein, passt schon, nein! Was? Also ich würde darauf wetten, dass das Ding jetzt... Warte! Das wäre aber dumm, weil wenn das selber mal passiert, dann könnte es sein, dass das backt und dass er dann nicht hier in seinen Körper wieder zurück kann, der hier als Schütze rumsteht. Ich denke, wir müssen ihn Text, kann uns nicht ausschalten und ein bisschen Munition ich hab ihn vergessen. Ghost Team, du bist langweilig. Wieso? Ich bin doch losgefahren. Du bist gar nicht langweilig. Spoiler. Das ist die Mission? So richtig cool. Aktion so? Ja, haben wir doch. Ja, nee, das war scheiße. Das war jetzt scheiße. Ja. Nee, Tita meine ich. Nee. Ja. Das ist voll unfair. Er hat mich beauftragt, als Ding zu arbeiten und dann hat er gesagt, darf doch nicht. Beziehungsweise. Ich werde das Scheißding wirklich abgeschossen und wir müssen es wieder aufsammeln. Julia. Vielleicht gibt's Kabelbrand. Brand links, rechts, von oben runter. Deswegen fliegt doch jetzt schon über Tira oder so drüber. Ich heule immer so, es tut mir leid. Oh, versteckt euch doch jetzt nicht hier unter dem Auto. Bewegt euch normal, Leute. Er fliegt gegen die Sonne, ich seh nichts mehr. Was hast du schon gesagt, ey? Ja? Er fliegt gegen die Sonne? Vielleicht machst du noch Rums. Hey, Kumpel. Gegen die Sonne, dem hat. Süden hinterher. Hey, yo, was geht? Was denn, Mann, Alter, hä? Oh, jetzt fang ich erstmal zu tanzen. Wir haben es jetzt geschafft, oder, Christoph? Ja, irgendwie schon. Wir müssen noch zurück zur Basis fahren. Boah. Ja, ich hab eine bessere Idee. Hallo. Ja, hallo. Wir fahren zurück zur Basis. Aufsitz. Ich rutsche zur Basis. Nein. Wie wäre das mit 2 bis 3 Stunden? Echt nicht euer Ernst, oder? War das nicht die Mission? Ey, das ist. Leute, ey. Das ist doch keine Mission. An alle Einheiten. Hier ist November. Wir wurden von einer Rakete getroffen und befinden uns im Sinkflug. Ich hab's doch gesagt. Nördlich von Frieden. Oh. Keine Ahnung, wo die. Ich kann ihn nicht ernst. Was? Ich habe einfach. Findet irgendwie Frim, Fram, Fri. Nie. Wo ist Vreni? Keine Ahnung. Frieden ist im Norden von unserer Position, wir nehmen den direktesten Weg, Ende. Hat wer ein GPS? Ja, da links. Da ist die. Ah, oh, an den Mauern vorbei hier. Zack, Junge, wie James Bond. Und wir heben ab. Ich glaube, wir haben keine Freigabe für das. Wo lang? Links. Geradeaus weiter auf die Straße dann. Also rechts. Dann links. Das ist da links? Anderes links. Da genau. Dann rechts. Alter. Scheiße. Und vorne dann. Weiter vorne. Links. Nicht da, weiter. Jetzt links. Alter Schwede. Dann die nächste rechts. Die nächste rechts? Ja. Gut. Erstmal Speed anmachen. Erstmal Speed nehmen und ein bisschen Party. Einfach geradeaus weiter. Ich glaube, wir heben gleich ab.
Völlig losgelöst von der Erde schwebt das Fahrzeug. Ich kann diese Mission immer noch nicht ernst nehmen. Wer ist eigentlich dazugekommen? Patrick, oder? Ja. Was? Ich hatte keine Lust drauf, leider mal. So, nächste rechts. Nächste rechts? Nächste ja, da jetzt rechts. Da kann ich nicht. Nächste links. Dann wieder rechts. Oh. Und geradeaus weiter. Geradeaus durchs Haus durch. Jetzt rechts. Wäre schon lustig, wenn das wirklich gehen würde, wenn du die Mauern wegficken kannst, so mit dem Auto. Und jetzt einfach geradeaus weiterfahren und links halten. Links halten? Also links abbiegen dann, wenn die zwei Abzeigungen kommt vorne, gleich. Gut. So, jetzt links. Jawohl. Und jetzt geradeaus weiter, dann schauen wir mal, ob wir sie finden. Wer findet die C17? Wer kriegt den Keks? Ach, die ist abgestürzt. Ja. Nein, die ist da gelandet, weißt du? Das ist so geil mit den Bäumen. Nein, da kam ja der Funkspruch. Den habe ich nicht gehört, war meinst du? Ach Gott. Leute, wir sind gleich in Freni, jetzt müssen wir das Flugzeug aufspüren. Ende. Ende. Also, ein kleines Ding haben wir ja nicht übersehen, oder? Wahrscheinlich schon, wahrscheinlich sind 1000 Teile zerfetzt. Ja, kommt drauf an, wie schnell das Ding war. Wenn es ins Wasser geflogen ist, weil es weitergeflogen ist, dann ist es kacke. Gibt's irgendwas wie Hand IR oder so, oder irgendwas in die Luft hauen können? Das Ding wird auf jeden Fall noch weitergerutscht sein. Oh! Oh! Bei mir! Was ist das? Wo kommt die denn her? Was war das denn? Wir waren auf der falschen Fahrspur. Diese Wichser! Was ist denn hier los? War einfach weiter. Solange sie es nicht angreifen. Wäre cool, wenn man jetzt von Weitem so richtig so schwarze Pfeilen sehen könnte. Du bist ja schon beim Landen, oder nicht? Wir sind ja schon am Freni vorbei, aber ich finde das Flugzeug nicht. Ich schon das eiskalt überholt habe. Hast du mich verarscht? Ich meine, ich werde. Halt jetzt. Jetzt keine Rallye starten. Starten wir eine Rallye oder was? Ja, dann baue ich auch schon V8 da rein. Guck mal, wir kriegen sie doch schon. Ich wäre dafür, dass wir da vorne absitzen und das Waldstück vor uns durchkämpfen. Da ist Rauch! Ich sehe Rauch! Positiv. Ich sehe nichts. Komm, ich pack hier unterm Baum. So. Absitzen. Erstmal einen Schattenplatz organisieren. Absichern. Was? So. Alles sauber bis jetzt. Sauber, ja. Hat irgendjemand das Flugzeug bis jetzt gesehen? Ja. Ich. Ja? Was? Du echt? Da hinten. Du guckst da hin, Richtung Norden. Da ist es die Absturzstelle. Positiv. So, Kolonne. Reihenfolge prinzipiell egal, solange ihr euch ordentlich einreihen könnt. Hätten da die Waffe hochgehoben? Mich umbringen? Hä? Ist deine Waffe? Leute! Kolonne. Jetzt. Wo ist denn der Rauch? Ich auf bin geht's. Zweiter. Unerkundetes Gebiet, also Augen auf. Wir sind Elite-Sicherheitsbeauftragte. Patrick, einfach Richtung Norden. Komm mal. Funken da. Ja, positiv. Copy that. Positiv, ich sehe die Abschlussstelle. Das kann noch ein weiter Weg werden. Warum denn? Ich bin jetzt bei links auf die Grenze, da ist ja die Leute zu sehen.
sauber. Kontakt Richtung Norden. Sehen nicht die Gradzahl. Kompass so dunkel. Rechts war Fels. Links war Fels. Negativ, kriegen sich Kontakt. 322 Grad. 150 Meter. 4-Mann-Patrouille. Bestätige. Positiv. Hinlegen. Hinlegen. Schussfreigabe in ca. 10 Sekunden. 385 Grad sehe ich nichts. Die bewegen sich aus dem Sichtfeld. Wollen wir warten? Jetzt! Eigentlich nur Unterdrückungsfeuer, Mann, ich sehe dich kaum. Einer. Ah, ich bin auf meine Grenze. Ah, scheiße, ja. Fuck. Ich hab den Kopf vorhin noch gesehen. Tot? Positiv, ich glaube ausgeschaltet. Ich glaube, einer hat überlebt. D2. Ja, dann mal bessert sich das wieder. Soweit ich weiß nicht. Bin taub. Was? Ich habe keine Irrglocke. Ich bestimmt auch, aber ich krieg sie. Das kommt davon, wenn man die Config nicht eingestellt hat. Da ist noch einer. Da läuft noch einer. Ich weiß nicht, wie es geht. Da kommt noch einer. Ja, beschieß. Schieß, wenn du kannst. 3, 4. Auf 300. Genau 300. Zwischen positiv. Den Bäumen. Positiv, sind ziemlich nah. Was ist das für ein scheiß Kompass eigentlich? Warum? Einer ist tot, zwei sind tot. Sind in den Büschen, dann kann ich nichts mehr sehen von denen. Da ist noch einer. Wieder 300. Positiv. Positiv am Baum. Noch bei. Einer. Noch einer, genau. Au! Bin getroffen! Zieh mich zurück. Kann nicht mehr laufen. Toll. Was? Wow! Wow! Lade nach! Geh dich hin, Laval! Ich geht nicht! Mein Kompass geht nicht mehr aus! Klasse, wir haben schon Verletzte. Leute, zieht euch zurück! Bin down. Ich muss mich zurückziehen, ich werde bin getroffen. Warte, such mal Christoph. Bin tot? Nein! Um Gottes Willen! Ich schlage Schüsse in der Zeit. Ich bin tot. Verarschen. Blue left, 6. Ich lege mir wieder, aber. Ich bin auch tot. Ja? Ich brauch deine Hilfe. Die Leute sind verletzt. Hinterziehen oder verarzen? Verarzen möglichst. Kümmere ich mich über die anderen. Herr Wahl? Oh, ich lebe wieder. Ich hab wieder die komischen Soundlags. Boah, ich krieg mein. Wie kann ich mich denn bandagieren? Kann ich mich selber bandagieren? Ja, du musst aber deine Config einstellen. Oh, ficken. Und ich krieg den. Jetzt. Bin schon wieder unmächtig. Hier, Ghost Sam. Ja? Kannst du mich bandagieren? Zwei sind noch unmächtig, ist sehr schlecht. Kümmere dich erstmal um La Balle, ist dann nicht. Sind die Feinde ausgeschaltet? Ah, nee. Hört ihr mich? Ja, Patrick, ich höre dich. Okay, ich bin unmächtig, aber ja, ich blute nicht mehr. Aber ich blute nicht mehr, heißt, kümmert ihr euch zuerst um die anderen. Ich hab keinen Sichtkontakt zu Feind, da ist wieder ein Feind. Wieder genau auf 300. Aber den treffe ich nicht mehr. Auf, lerne mal was noch wegzulaufen jetzt. Oh Mann. Oh Gott, ich bin schon wieder umgefallen. Leute, ich glaube, ich bin gleich komplett tot. Was geht mal mit der Deckung? Oder rauch ein. Und such mal Christoph, der hat nicht mehr viel Zeit. Ja, der ist ganz vorne. Ja, hol den mal zurück, bitte. Ja, ich kann. Aber wenn mir jemand Deckung gibt, dann gerne. Mann, fick! Das bin ich, der da liegt.